Er ist Magic the Advantage Man. Es ist wirklich krank, was die zwei Jungs wieder auf die Bikes stellen. Ich wirklich find's organisierte genial. Chaoten. Falls ihr noch ein bisschen mehr vom Advantage Man mitbekommen wollt, geht doch mal auf Instagram, @advantageman. Dann folgt ihr dem mal und dann seht ihr noch ganz viel weiteres crazy Zeug. Apropos crazy, da werden wir wieder mal bei unseren Interviews vom Heiteren Open Air angelangt. Triggerfinger kennt ihr sicher vom Showcase da, was mal Life of Choice gespielt haben. Voll die kultige belgische Rockband. Und ich habe sie im Backstage bzw. im VIP-Bereich am Heiteren Open Air treffen. Und es ist relativ schnell um so halb jugendfreies Zeug gegangen. Das ganze Interview, das könnt ihr auf choice.ch nachschauen. Aber jetzt zeigen wir den Ausschnitt, was darum gegangen ist, um die wirklich weltbewegende Frage: Was passiert eigentlich in der Antarktis oder so, wenn ein Pinguin-Eis auf den Boden schießt? Bitte schön. Now a very serious question, guys. A friend of mine, girl over there, asked me before. Wirklich, ist hure wichtig, ist wirklich eine wichtige Frage so. Wichtige Frage. That means important question. Okay. Wichtige Frage. Have you ever wondered what happens to, you know, where it's cold in the Antarctic or South Pole or North Pole or whatever, wherever penguins live, if they take a dump? Where does it go? It doesn't evaporate, it doesn't go into the ground like here in, as dung. What happens with penguin poo, seriously? Have you any idea? You have the you know the ice creams, the Friskos? The brown yeah. ones, that's yeah. theirs. Good answer! Yeah. It's some sort of a Cornetto kind of thing, you know. Or Stracciatella with the little black kind of... You know, oh, so that's where that ends up. It's a beautiful animal, but it's probably the most stupid animal that exists, except next to sheep. Penguins? Yeah, I Why? Think so. Why? Are they stupid? You saw a penguin going off a stair already? Yeah. It's hard, though. They have very little feet. I mean, come on. And when one falls, the rest falls too, like dominoes. Also, erstens geht um Pinguinendiss. Ich habe gefragt, was passiert eigentlich, wenn Pinguin auf der Antarktis oder Nord- oder Südpol, wo sie immer sie leben, Kacke machen? Das tut ja nicht verdampfen, weil es ist fucking kalt, es geht nicht im Boden wie da, schön in die Wiese wieder so als Dünger quasi. Was passiert mit dem? Und sie haben gefunden, es wird das schöne Stracciatella-Glasse, das man amigs im Supermarkt kaufen kann. That was badass answer. Is your friend smoking too much weed? I don't think she smokes weed. No, look at her. She's so lovely. She drinks water and that's it. It's the first question we got concerning. I like it, penguins. That kind of questions. Yeah, absolutely. It's, penguins in general? Yeah, penguins. So, no, so. Those questions. We like those questions. That's good. We have some penguins too. We have some ice pickles. Die Triggerfinger, ich sag's euch. Schau das ganze Interview unbedingt noch an, in Hülle, Knülle und Fülle, und zwar auf choice.ch/festivals. Alles andere wäre fast schon verboten. Ein ganz wichtiges Votum aus dem Chat. Bert, gibt's etwas, was wir aufnehmen? Martina ist top. Sagt Sven. Genau. Das heisst, Martina findet dich, lieber Sven, wahrscheinlich jetzt auch top. So, wir müssen rasch in die Werbung und nachher zeigen wir euch, was die nächsten Impressionen. Ich zeige euch noch die geilste Open-Air-Küche auf dem Zeltplatz, die ich jemals gesehen habe. Wir zeigen noch, wie ich meinen Teenager-Schwarm, Brody Dahl, die Punk-Legende, kennengelernt habe. Ich bin absoluter Fanboy geworden und darum bleibe dir dran. Bis gleich.